Wir Menschen gehen nicht gerade zimperlich mit unserer Welt um. Umweltverschmutzung steht an der Tagesordnung. Meere werden mit Plastik zugeschüttet und die Artenvielfalt auf unserem Planeten wird immer weniger. Zeit, etwas zu unternehmen. Diesen Spruch kennen Sie mit Sicherheit schon seit Ihrer Kindheit. Fast hinter jeder Naturdokumentation im Fernsehen wird es gepredigt, dass es jetzt wirklich höchste Zeit wird, präsentiert uns die Natur schon fast wöchentlich. In Salzburg sind wir hier etwas besser aufgestellt. Das Greentech-Unternehmen Salzburg AG zeigt schon jetzt, wie man den richtigen Weg in Richtung Zukunft geht. Trotzdem, eines der herausforderndsten Themen der Zukunft wird sein, wie die Energieversorgung der Zukunft aussehen wird. Eines ist klar, es geht von zentraler zu dezentraler Energieversorgung, so auch hier bei uns in Salzburg. Das heißt, dezentrale Lösungen sind gefragt, zum Beispiel PV-Anlagen oder auch die Windkraft. Hat auch den Vorteil, dass wenn ein Kraftwerk einmal ausfällt, dass es immerhin noch mehr Kraftwerke gibt, die dann die Summen dann abdecken. Ja? Das ist einmal die eine Seite der Medaille. Der erneuerbare Energieausbau ist jetzt sehr stark jetzt auch im Kommen, sprich eben Dekarbonisierung, sprich Reduktion des CO2-Ausstoßes. Und wenn wir mit der erneuerbaren Energie arbeiten, sprich mit Sonne, mit Wind, hat es den Nachteil, dass eben halt hier die Energie nicht immer auch dann anfällt, wenn man sie braucht. Ja? Das heißt, am Tag hat man Energie, meist sehr viel. Ja? Wir brauchen auch Energie auch am Abend. Ja? Und eben hier braucht es auch ganz wesentlich auch Speichertechnologien. Und hier kommt das Solardepot der Salzburg AG ins Spiel. Das Solardepot ist ein virtueller Stromspeicher. Das heißt, Sie speisen an sonnigen Tagen Ihren überschüssigen Strom einfach ein und können diesen später nutzen. Kurz gesagt, Ihr Strom wird digital und in der Stromcloud gespeichert. Kommen wir aber zurück zur Photovoltaik. Um die Energiewende zu schaffen, stellt man sich die Frage, wie viel Potenzial, also wie viele freie Dächer, stehen im Bundesland Salzburg für PV-Anlagen überhaupt zur Verfügung. Hier kommt der sogenannte Energienutzungsplan ins Spiel. Wir brechen das herunter auf die Gemeindeebene, weil nämlich dort kann man ansetzen und dort gibt es auch die Kausalitäten, dort gibt es auch die Wohnungen, ja, da gibt es auch die Wohneinheiten. Ja. Und wir Menschen, wir sind die Energie brauchen und dort kann man das relativ dann gut herunterbrechen. Und hier lässt sich auch relativ auch gut auch das Photovoltaikpotenzial auch abschätzen, ja, auf den Hausdächern. Wenn aber jetzt der Strom über die Solardächer kommt, braucht man dann eigentlich noch die herkömmlichen Wasserkraftwerke? Die Wasserkraftwerke wird man sehr wichtig brauchen. Ja? Die haben auch eine wichtige Rolle in der Energieversorgung. Wasser ist ja einer unserer großen Hoffnungsträger sozusagen, einer unserer größten Champions, ja, weil wir eben hier mit der Wasserkraft eine 100% erneuerbare Energieressource haben. Ja. Wasserkraft bleibt also der Champion in der Energiegrundversorgung in Salzburg. Weiters wird in Speicherkraftwerken elektrische Energie gespeichert. Mit der Energiewende kommt aber noch ein sehr spannendes Thema, nämlich die Mobilität dazu. Derzeit schaut es so aus, als ob das E-Auto das Rennen im Privatbereich machen wird. Ja, mit dem Elektroauto ist man schon prinzipiell auf dem richtigen Weg, aber es muss eben halt hier auch die Sache auch ganzheitlich betrachtet werden. Ja. Aber wenn man dann dieses Elektroauto auch dann zu Ende denkt, ja, dann mündet es dann letzten Endes dann auch in eine Kreislaufwirtschaft. Kritisch gefragt, schaffen wir die Energiewende überhaupt? Es ist sicher eines der herausforderndsten Projekte in unserer Generation. Das heißt, wir müssen die Energiewende unbedingt auch einleiten. Ja? Und dann werden wir sicher in eine zukunftswerte Zukunft dann gehen können. Ja? Und die Salzburg AG als Greentech-Unternehmen ist hier Ihr Ansprechpartner. Wenn es um PV-Anlagen oder Ladelösungen für Elektromobilität geht, dann kontaktieren Sie uns einfach. Alle unsere nachhaltigen Produkte, wie unter anderem Energie, finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Website oder Sie rufen uns ganz einfach an.